Top-Thema. Der Berliner Kurier schreibt, 700 freie Plätze in Tempo Homes. Warum lässt Berlin Obdachlose frieren? Während unzählige Menschen unserer Stadt der Kältetod droht, sind in den eilig errichteten Tempo Homes viele Plätze frei. Doch die Obdachlosen dürfen hier nicht rein. Darum ist ein heftiger Streit im Senat entbrannt. Am Telefon habe ich den Armutsbeauftragten Thomas Sebacois, der Kuniwerk Simeon. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ja, Herr Voss, Sie haben recht. Wenn es um den Streit mit den Tempo Homes geht, dazu kann ich aber nur folgende Sachen dazu, was ich auch weiß, dass es dazu keine baurechtlichen Genehmigungen gibt, aus diesen Flüchtlingsunterkünften Obdachlosenunterkünfte zu machen, weil sie eigentlich ursprünglich für den Zweck nicht gedacht sind. Ein weiterer Grund ist, dass man in der Kältehilfe eine ausreichende Zahl von Plätzen im Moment habe, die nicht belegt werden. Das ist natürlich auch problematisch. Darüber hinaus gibt es obdachlose Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in geschlossene Räume wollen, die Angebote der Notübernachtung nicht annehmen. Das ist noch ein zweites Dilemma. Aber grundsätzlich ist es so, dass darüber nachgedacht wird, andere Unterkünfte möglich zu machen. Aber dazu gibt es ja dann am 29. Januar auch die Zählung der Obdachlosen in Berlin, bekannt unter Nacht der Solidarität, um erstmal den Bedarf tatsächlich zu ermitteln, zumal die Zahlen unterschiedlich variieren. Die Zahl der Schlafplätze in der Kältehilfe liegen bei 1.162 in Berlin im Moment. Und nun zwei Meinungen und zwei Antworten bitte. Ja, Carsten, das sehe ich auch so, das ist ja auch alles gut und schön. Weißt du, was ich nicht mehr ertragen kann? Diese ganze Quatsche, da wird tot geredet und Reportagen gemacht, bis einem der Arsch brummt. Das hören die Leute, sagen, oh, aha, und dann essen sie ihr Armbrot. Wenn du wirklich was machen willst, dann fahr in Kältewurst oder geh irgendwo in eine Suppenküche und teile Essen aus, dann machst du was Handfestes. Aber diese ganze nur Quatsche, das geht doch den ganzen Tag, macht dann Fernseher an. Wer hört denn da noch zu? Das sind alles Leute, die sich profilieren wollen, die sich noch toll finden, wenn sie da nur was erfunden haben. Und das kann ich, will ich auch nicht mehr hören. Dann macht was handfestet und hört auf zu quatschen. Ja, wenn ich jetzt der Dame antworten darf, ist Folgendes, sie kritisiert ja teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht. Es wird sehr, sehr viel getan in der Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe. Das darf man nicht vergessen. Es gibt tausende von ehrenamtlichen Helfern. Wir haben über hunderte Einrichtungen in Berlin, die sich um Obdachlose und Wohnungslose kümmern. Es wird viel gemacht. Es gibt ständige Gespräche mit dem Senat darüber, um die Situation zu entschärfen. Sicher wird nicht alles auf einen Schlag gehen. Das funktioniert auch nicht. Es muss ja alles irgendwo in die ordentlichen Bahnen. Es müssen Träger gefunden werden. Und es geht nicht nur, dass Ehrenamtliche das alleine machen, sondern da müssen Träger her. Und ich kann jetzt nur für das Diakoniewerk Simeon sprechen. Wir haben eine große Abteilung, die sich um Obdachlose, Wohnungslose kümmert. Und dazu zählt auch die Tee- und Wärmestube in Neukölln, die Tee- und Wärmestube in KW. Dazu zählt auch die Plattengruppe in Köpenick. Und wir versuchen alles Mögliche, Menschenmögliche zu tun, um das zu verbessern. Und dazu gibt es intensive Gespräche mit der Senatsabteilung für Soziales, aber auch mit der Abteilung für Gesundheit. Es ist ja schon traurig genug, dass Deutschland so viele Obdachlose hat. Nicht nur die Flüchtlinge, sondern eigene Leute. Und wenn da noch Möglichkeiten vorhanden sind, dass die untergebracht werden, zumindest in der kalten Jahreszeit, dann finde ich das eine Schweinerei, dass man das nicht nutzt. Natürlich sollte man die Bedürfnisse der Obdachlosen, wenn sie nicht wollen, berücksichtigen. Aber grundsätzlich finde ich das ein Saustall. Wenn ich der Dame aus München antworten kann, sicher ist das ein großes Problem, dass in so einem reichen Land wie Deutschland es so viele Obdachlose und Wohnungslose gibt. Grundsätzlich ist es natürlich in den Ballungsräumen immer das Problem, dass der Zuzug in die Ballungsräume viel, viel größer ist als aufs Land, weil natürlich in den Ballungsräumen sich alles abspielt, die Ämter sind und so weiter und so fort. Und dadurch auch viele Menschen auf den Straßen sind. Dazu kommt, dass wir knapp 60% osteuropäische Obdachlose haben, die hier gestrandet sind. Die müssen natürlich auch versorgt werden. Das ist natürlich eine europäische Frage.
Und da muss auch Europa bzw. die Bundesregierung selbst reagieren und mit diesen Ländern in Gespräche kommen. Grundsätzlich sicher ist es furchtbar, dass Menschen auf der Straße wohnen, und ich sehe das genauso. Die Straße ist kein Wohnort bzw. Brücken sowieso nicht. Aber wir tun wirklich alles Menschenmögliche, um das zu verändern, und dazu sind wir auch da. Ob das jetzt die Bahnhofsmission ist in Berlin am Zoo, die bekannte, oder ob das die bekannte Tier- und Wärmestube in Neukölln ist. Alle versuchen das Beste draus zu machen, und natürlich können wir nicht alle mitnehmen, aber jeder gerettete Obdachlose, der zurück ins zivile Leben kommt, ist eine großartige Leistung. Dazu zählt aber auch, dass man sehr, sehr viel Personal braucht, dass das sozialpädagogisch begleitet werden muss, dringend. Und alleine dem Ehrenamt das zu überlassen, geht überhaupt nicht. Aber grundsätzlich ist auch in Berlin wichtig, dass Wohnungen gebaut werden, dass sozialverträgliche Wohnmöglichkeiten bestehen. Und Einrichtungen sind keine Dauerlösung, sondern wir müssen die Obdachlosen wieder in Wohnung bringen. Und das ist hier in Berlin tatsächlich ganz, ganz schlimm, weil eben auch sehr wenig gebaut wird. Und wenn ich mir den Zuzug auf Berlin anschaue, wenn hier jährlich 40.000 Menschen nach Berlin strömen aus dem ganzen Bundesgebiet, dann muss man natürlich für die auch Wohnungen haben. Und dann ist logisch, wenn nur 12.000 oder 20.000 Wohnungen gebaut werden, dann gibt es keine Chance, preiswerten Wohnraum herzustellen. Also wir versuchen es, und jeder ist aufgefordert, aus der Gesellschaft mitzuwirken. Jeder kann auch etwas tun. Wenn jemand Platz hat, wenn jemand zur Untermiete haben will, dann geht das auf jeden Fall, und das wird ja auch gefördert durch die Ämter. Oder wenn jemand eine Sutterrenwohnung frei hat, und alles möglich, alles möglich. Wir haben schon viele, viele untergebracht, aber es reicht eben nicht aus. Und die Zahlen variieren ja in Berlin sowieso zwischen 3.000 und 10.000, keiner weiß es. Und wir erhoffen uns durch die Zählung tatsächlich irgendeine belastbare Zahl, wo dann auch der Bedarf ermittelt wird. Und dann kann man auch diesen Bedarf konzeptioneller arbeiten und dann auch darauf hinarbeiten, dass man tatsächlich vielleicht Zentren einrichtet. Und vielleicht besteht ja dann die Möglichkeit, dass die baurechtlichen Genehmigungen umgewidmet werden und dass dann Obdachlose in die ehemaligen Flüchtlingsunterkünfte unterkommen. Wie gesagt, wir sind da dran, und das tut mir fürchterlich leid für die Menschen, aber ich kann es jetzt alleine auch nicht ändern. Wir brauchen die Gesellschaft dazu, und wir brauchen eigentlich einen nationalen Rat dazu. Wir müssen einen überparteilichen Rat gründen, der sich nur damit beschäftigt und, wie gesagt, auf Bundesebene oder auf Länderebene dann das konzipiert bzw. koordiniert. Und ich denke mal, das ist auch der richtige Weg. Im Moment arbeiten alle irgendwo, zwar in dem gleichen Bereich, aber jeder für sich mehr oder weniger. Das ist natürlich für Spender ist das ganz, ganz schwierig, weil du natürlich dann mehr oder weniger immer auf eine Einrichtung konzentriert bist, und jede Einrichtung versucht natürlich das Beste draus zu machen und um Spenden zu akquirieren. Und es wäre schon toll, wenn es da eine koordinierte Stelle gäbe, so wie das damals in der Flüchtlingskrise war 2015. Da gab es eine direkte Stelle, wo auch Spenden gesammelt wurden, zentral, und dort wurde von dort aus wurde das auch ausgegeben, was benötigt würde. Ich würde mich freuen, wenn das gesellschaftlich ankommt, das Thema. Und wie gesagt, machen wir eine Losung draus, Armut eine Stimme geben fürs Jahr 2020, so dass alle gesellschaftlichen Kräfte sich da einbringen können. Unter dem Motto Armut eine Stimme geben gibt es heute eine schöne Nikolausfeier für die Gäste der Tier- und Wärmestube mit ca. 50, 60 Leuten. Wir erwarten Sie gleich, Sie kommen an mit dem Bus. Das ist gesponsert worden, eine Busfahrt, eine Lichterfahrt durch Berlin von der Kleinen Philharmonie. Und das Essen ist gesponsert worden von Edeka Lauermann. Und die Geschenke kommen von Ebru Schäfer mit der Streetwalker Crew, der Street Bunny Crew. Und jetzt warten wir einfach und freuen uns, dass Sie kommen. Und wir werden am 18.12. nochmal eine große Feier haben, eine große Weihnachtsfeier mit einem richtigen Menü, mit allem drum und dran. Heute gibt es alles vom Grill, schöne Salate dazu, und alle erwarten jetzt eigentlich die Gäste. Am Telefon war Thomas de Vacqua, Armutsbeauftragter Diakoniewerk Simeon.
Vielen Dank und weiterhin viel Kraft, Gesundheit und für 2020 viel Erfolg. Dankeschön. Ich bedanke mich auch für das Gespräch und wünsche Ihnen gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sollten wir uns vorher nicht nochmal hören. Und bleiben Sie dran.